Der Kamera ist zum Glück nichts passiert. Was für ein unfreundlicher Empfang an der Wolfsschlucht. Da will ich die Fledermäuse auch nicht länger stören und komme lieber im Sommer noch einmal wieder. Weiter geht es in Richtung Leonards Ruh. Der Bergverein Minden widmete 1912 diesen Platz einem seiner Förderer. Die Felswand liegt südlich des Kammwegs zwischen Porta-Denkmal und Wittekindsburg. Beim Anbringen der Tafel wurde auch der Steinmann entdeckt. Das Bildnis eines Mannes ist halb aus dem Fels heraus gearbeitet und stammt vermutlich aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Vor 20 Jahren konnte ich Gesicht und Hände noch deutlich erkennen. Wenn er nicht restauriert wird, kann man ihn in einigen Jahrzehnten gar nicht mehr sehen. Obwohl das Bildnis für Kinder sicherlich interessant wäre, ist der Weg dorthin nur begrenzt familientauglich. Vom Porta-Denkmal aus ist der Weg zumindest bis zur Wolfsschlucht für Kinder im Grundschulalter und bei gutem Wetter geeignet. Für trittsichere Wanderer stellt er eine ebenere Alternative zum Kammweg zwischen Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Wittekindsburg dar.